Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Ich war gerade eben beim Schmied, habe ein paar Sachen verkauft, mit den hat mir tatsächlich noch nicht gequatscht gehabt. War ich bei der Taverne gewesen, habe einmal Karten gespielt, war jetzt auch nicht so interessant, ich habe es jetzt einfach mal übersprungen. Aber dann habe ich die Wettkämpfe hier gesehen und dachte, okay, jetzt muss ich aber auf jeden Fall aufnehmen. Und ja, da prügeln wir uns jetzt erstmal. Willkommen bei unserem Turnier, Hexer. Einer wartet auf einen Gegner. Möchtest du gegen ihn kämpfen? Klar. Wer ist einer? Einer sieht wie ein prächtiger Kämpfer aus. Ist ein Bastard von Lugos dem Irren. Kommt nach seinem Vater. Ah. Kämpfen wir jetzt oder schwätzen wir nur? Na gut, er sieht auch ein bisschen aus wie der Bruder. Lassen wir einer nicht warten. Vielleicht wird's ja ein sauberer, spannender Kampf. Wenn schauen wir mal. Wenn du gewinnst, darfst du gegen unseren Meister antreten. Ja, Meister. Kämpft. So, schauen wir mal, ob ich den jetzt besiegt bekomme. Vorwärts! Oh. Na komm schon. Oh. Ja, eine Linksschwäche. Oh. Oh. Das ist ganz schön robust. Oh. Oh, kann sein, dass ich den Kampf... Ich muss jetzt vorsichtig sein. Er ist nicht ganz ohne. Also maximal 2 Stege sind drin. Und dann muss ich ausweichen. Bringen wir es zu Ende. Na komm. Das war knapp. Okay. Das lief ja. Toller Kampf. Glückwunsch zu deinem Sieg. Dankeschön. Zeit für deinen nächsten Kampf. Wenn du es mit einem Meister aufnehmen willst, wartet Olaf auf Arn Skellig auf dich. Unsinn. Verschissene nilfgaardische Hunde. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Was habt ihr ihnen getan? Nilfgaardische Wächterrüstung. Okay. Den feuerst du da an. Danke. Da ist ein Questen. Timon. Oder Timon. Was ist denn? Meine Verlobte und meine Brüder, Mikkel und Ulf, sind nach Hindarsfjall gesegelt, um Akta zu holen. Die Hochzeit ist in wenigen Tagen, aber sie sind noch nicht zurück. Okay. Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Ich fürchte, dass sie auf die Felsen bei Faröl getrieben wurden. Da sind schon viele umgekommen. Okay. Ich würde ja lossegeln, um sie zu suchen, aber ich muss mich um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Eigentlich bittet ein Skelliger nicht um Hilfe, aber mir bleibt keine Wahl. Der Typ nervt ein bisschen. Suchst du nach meinen Leuten? Ich werde dir helfen. Gut, ich werde nach ihnen suchen. Ist ja nur eine Nebenquest. Lassen wir uns von Chalmar führen. So. In dem Dorf habe ich jetzt alles abgeklappert. Witzig, wir waren ja schon mal da gewesen. So. Ich scheine da vorne auf der Insel zu sein, ne? Wollen wir das eben schnell machen? Ich meine, wenn wir jetzt eh schon da sind. Gucken wir mal kurz, ob das wirklich da ist, wo ich denke, dass es da ist. Die sind da drüben. Ja gut, dann machen wir das später. Dann wäre das jetzt hier auf dem Weg gewesen, dann hätte ich es mitgenommen. So, wir sind bei 106 von 220. Das geht noch.
Die Taverne haben wir zurückerobert, das heißt, da wird nicht sonderlich viel los sein. Lohnt sich nicht dahin zu reisen. Also wieder ab ins Boot und wieder vollbladen. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a belly of tea. So. Ja, dann müssen wir uns ja nur noch mit dem Skellige-Meister prügeln. Das ist ja... Mensch. Wir sind richtig gut, würde ich sagen. Ich glaube, Kartenspieler gibt es auch nicht mehr so viele. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen, wo ich überall Karten gespielt habe. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. War auf dieser Seite der Insel? Ich glaube, der war auf der anderen Seite der Insel, ne? Das Fragezeichen. Und ein Sturm zieht auf. Das sind die Monsters. Die Monsters. Ach ja, eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Da kann man Seeungeheuer an Land sterben sehen. Keine Ahnung. Ist ja auch Batman. Okay, hier ist ein Schatz. Hallo Schatz. Ich bin zu Hause. Aha. Notizen über einen Schatz. Lesen wir mal. Notizen über einen Schatz. Ich habe genug. Für meinen Vater und meinen Bruder bin ich nichts wert. Sie lachen mich nur aus. Sie lachen die ganze Zeit. Sie sagen, mein Gesicht wäre so schön wie das einer Maid. Und dass ich nur dazu gut wäre, mit Maiden im Bett zu liegen, statt mit Männern in den Kampf zu ziehen. Und eines Tages, so sagen sie, würden diese betrogenen Ehemänner mir das Genick brechen. Es ist wahr, es ist mir noch nie schwer gefallen, den Damen zu gefallen, aber darum habe ich niemals gebeten. Marie wollte nicht, dass ich ihre Schlafkammer verlasse. Also bummelten wir herum, bis ihr Mann, Norris Eisenseite, und seine Kumpanen mit ihrer Beute zurück waren. Ich sprang in einen Kleiderschrank und horchte stumm, obgleich es dort unbequemer kaum sein konnte. Sie erzählt, sie hätten bei den Riffen zwischen Farö und Artskellig ein Schiff mit großen Schätzen an Bord versenkt, die sie am nächsten Morgen aus der Tiefe bergen wollen. Als sie sich in den Schlaf getrunken hatten, schlich ich aus dem Kleiderschrank und sagte Marie, dass wir ihnen die Kehle durchschneiden, den Schatz bergen und diesen schrecklichen Inseln den Rücken kehren sollten, um an einen besseren Ort zu gehen. Nach Kovir. Oder sogar Novigrad. Es brauchte nicht lange, um Marie zu überzeugen, denn ihr Mann war ein wahrhaftiger Hurensohn, der sich oftmals schrecklich zugerichtet hatte. Norris und seine Leute sind also nun Fischfutter und ich bin los, um den Schatz zu bergen. Was kümmert's mich, dass ich kein allzu guter Seefahrer bin und ein Sturm aufzieht? Ich bin längst fertig und über alle Berge, ehe er losbricht. Hat ja gut geklappt. Okay, ich glaube, wir müssen da unten hin.
Yeah, one for the ship that put to sea, name of the ship for the beauty of tea. Ich glaube, ich sehe ihn. Okay, hier ist er doch nicht. Da ist er. Das ist so knapp. Ich glaube, wir trinken. Egal. Schatz ist wichtig. Hoch mit dir! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Oh, knapp. Ich glaube, der trinkt relativ schnell, ne? Ist ja eine Exa, der kann ja nichts ab. Nur Monsterkrallen und sowas, das ist klar. Da ist er so gut wie unverwüstlich gegen, aber Höhen und Wasser, da hat er so seine Probleme mit. So. Schauen wir doch mal. Was steht da als nächstes auf unserer Agenda? Die Insel hier unten. Ja komm, gib Gas. Gib Gas, lieber Geralt von Riva. Segelst du immer im Kreis. Brumm, brumm, brumm. Er wird die Zauberin ganz heiß. Brumm, brumm, brumm. Weiß nicht, kennt das jemand, das Lied? Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem das war. Gib Gas, lieber Michael. Schumacher, gib Gas, lieber Michael. Schumacher, fährst du immer im Kreis. Brumm, 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 wird der Motor ganz heiß. Brumm, brumm, brumm. Na komm. Wird ein Monsternest sein, hä? Oder ein Schatz? Bewachter Schatz oder Monsternest? Was wird es? Finde ich gut, dass der eine so weit gesprungen ist. Hey! Ab mit dem Kopf! Bewachter Schatz, alles klar. So, bitteschön. Jetzt siehst du auch wieder was. Oder auch nichts. Yeah, wir haben es so aufgeschafft. So, genug rumgespielt. Wir sammeln noch eben kurz die Leichenteile ein. Upp. Ach da. Monsterauge, blablablab. Der kopflose Dan. Und zurück zum Schiff. Ist ja auch ein Sauwetter. Aber gut, dass es regnet, wir werden ihn lassen. Von daher ist es egal. Stell mir vor, wir würden über die Wiesen laufen oder sowas und dann wird es regnen. Das wäre nervig. So, bei unseren Tauchbrenzchen, da ist es ja vollkommen wurscht. Ob es regnet, stürmt, schneit, hagelt, blitzt, donnert. Alles egal. Spielt keine Rolle. Wobei es interessant wäre, wenn man so einen Blitz irgendwie ins Boot einschlagen würde oder sowas. Das wäre echt nice. Versunkener Schatz. Kriegsbeute. Natürlich taucht eine Sirene auf.
Wo bist du, doofe Nuss? Tot. Und tauchen. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy of Tea. Aha. Du bist also die Kriegsbeute. Sehr schön. Dann hat sich das Ganze jetzt ja erledigt. Ein weiteres Fragezeichen können wir von unserer Liste haken. Fühlt sich das gut an, wenn das so schnell geht, so Schlag auf Schlag auf Schlag? Ich finde, das fühlt sich richtig gut an. Dann würde ich sagen, den. Fahren wir jetzt hier ein bisschen weiter und dann fahren wir wieder zurück. Mag zwar im ersten Augenblick unnötig aussehen, aber ich glaube, das ist die schnellere Variante. Oder die angenehmere, sagen wir so. Schneller wird es wahrscheinlich nicht sein, aber angenehmer. Pressure. Pushing down on me, pushing down on you. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Ticks ging. Oh, hier ist aber was los. Meine Damen, Herren und Sirenen. Let's fight. Keiner da? Gut. Dann fighten wir unter Wasser. Game over. Oh, das war very close. Very, very close. Verdammt! Habe ich die doofe Nuss tatsächlich noch erwischt. Und die Kiste weggeschoben. Wir müssen auftauchen. Game over. Okay, die ist weit weg. Die hat keinen Bock. Wenn wir trotzdem mal unter Wasser zu unserem Schiff schwimmen. Wenn mich die Kiste mal lässt. Weil die da doch in den hier rumtanzt, jetzt nicht mehr. Okay. Schnell an Bord. Ja, ich habe gelernt. Nein! Geht 20 Minuten. Wie geht's jetzt hier hin? Jung.
Die fliegt schon mal voraus, das ist nett. Zeigt uns den Weg zu ihren Freundinnen. Ah, wie nett. Wie nett die hier doch alle sind. Huch. Unentschieden. Ah, meiner war stärker. Ich hatte den längeren und stärkeren Bolzen. So, das muss mal gesagt werden. Oh, da ist so ein komischer Wachturm. Ob es da auch eine Quest gibt? Oder müssen wir da sogar hin? Da müssen wir sogar einmal hin. Aber erstmal die Insel hier. Und an der Landzunge können wir dann auch an Land gehen und können dann den Rest sammeln, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ach, die Insel ist das. Alles klar. Johohoho, johohoho. 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 Captain Binks will einen rum. Ich bringe ihm die Flasche drum. Unser Schiff fliegt durch das Meer, das lieben wir so sehr. Bewachter Schatz. Alright. Dann steigen wir hier mal aus. Holen uns mal kurz den Schatz. Und sind wieder weg. Der Wind heult. Okay, der Schatz scheint unten zu sein. Ja, der Weg führt nach oben. Vielleicht kommen wir ja von oben nach unten. Oh, nett. So eine Art Mount Everest. Keine Geschichte dazu. Sad. Sind wir gestolpert? Stirb. Zumindest kriegen wir jetzt wieder ein paar Eingeweide hier. Gott. Wasser-Essenz, wow. Aber hier muss es doch irgendwo reingehen, oder nicht? Zeig mir, was du zu bieten hast. Und tschüss. Kein Fehler. Tschüss. Irgendwo hier muss doch ein Eingang sein.
Da oben fliegt noch eine Sirene. Also, der zeigt nach oben. Wir haben hier schon. Alles klar. Dann ist es halt so. Auf jeden Fall, ich habe ja schon Screenshot, egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.